Hallo, wir sind der Reporter von der Südpolshow auf 92,4. Ist es okay, wenn wir du sagen? Aber natürlich. Kannst du dich bitte kurz unseren Hörern vorstellen mit deinem Namen und deinem Beruf? Ja, kann ich. Achso, ich habe ja mein eigenes Mikro. Sehr schön. Ja, nee, lass das ruhig drin. Das kann man immer drin lassen. Also mein Name ist Markus Heitz. Ich bin 47 Jahre und schreibe davon sehr viele Jahre schon hauptberuflich Bücher. Bücher im Sinne von Fantastik und da mit Schwerpunkten Fantasy, Mystery, Horror und Space Fiction. Science Fiction kann man auch sagen, aber Science, ich habe Physik damals abgewählt und Chemie abgewählt. Also mit Science ist es schwierig, deshalb bevorzuge ich Space Fiction. Das ist ein bisschen weiter gefasst. Deine neue Buch Doors, auf Deutsch Türen, ist etwas ganz Besonderes im Vergleich zu normalen Buchreihen. Möchtest du unseren Hörern einmal erklären, wie es funktioniert? Ja, kann ich. Das ist sogar relativ einfach. Wir haben ein Spezialistenteam von 6 Leuten, die werden von einem sehr reichen Menschen engagiert, seine verschollene Tochter, die irgendwo in einem Höhlensystem steckt, rauszuholen. Das Höhlensystem erweist sich als recht verschachtelt. Das endet damit, dass die 6 Mann, also es sind gemischtes Team, Männlein und Weiblein, jeder hat seine spezielle Aufgabe. Es gibt einen angeblichen Höhlenexperten, es gibt einen angeblichen Sicherheitsexperten. Es stellt sich aber schon im Abstieg raus, dass nicht mit jedem so zu rechnen ist, was er vorgibt zu sein. Es endet damit, dass die vor 3 Türen stehen und es 3 Hinweise bei jeder Tür gibt, durch die die Person gegangen sein könnte, die sie suchen sollen. Und an der Stelle endet der Prolog und dann entscheidet die Leserin, der Leser, durch welche Tür das Team gehen soll. Und bei jeder Tür ergibt sich eine andere Handlung, ein anderer Verlauf und ein anderes Ende mit unterschiedlichen Todesraten. Also nur weil der eine zum Beispiel in Roman 1 nicht drauf geht, heißt das nicht, dass in den anderen überlebt oder vielleicht geht er nochmal drauf. Oder vielleicht stirbt ein Charakter in allen 3 Romanen. Das ist, spoilere ich nicht. Also der Leser hat genau genommen einmal die Chance zu sagen, durch welche Tür das Team marschiert. Und dann entwickeln sich 3 verschiedene Romane. Was hat dich auf die Idee gebracht, eine solche Buchreihe zu schreiben? Wir haben uns vor einem Jahr hingesetzt und Knauer wollte Bücher machen, aber nicht so wie bisher, sondern mal ein bisschen was anderes bieten. Auch so als Alternative zu den ganzen Online-Streaming-Diensten, also nicht immer nur ein Buch seriell hintereinander, sondern horizontal anbieten. Und dass die Leute rätseln, weil das hat man ja oft im Leben. Du stehst zu spät auf, du kriegst die Bahn nicht, du verpasst irgendwas, dann überlegst du, was wäre denn in diesem anderen Universum passiert, wo ich die Bahn gekriegt hätte, wo ich mich anders entschieden hätte, wo das und das nicht passiert wäre. Und genau damit spielen wir so ein bisschen, was wäre passiert, wenn sie durch die andere Tür gegangen wären. Und das ist ein neues Spannungselement, auch für die Leserschaft selber, um zu überlegen, was wäre denn gewesen, wenn sie reingegangen wären. Ich stelle mir das ziemlich kompliziert vor, dabei den ganzen Schreiben, den Überblick zu behalten. Wie hast du denn gearbeitet? Tatsächlich ist es nicht besonders kompliziert, auf jeden Fall nicht für mich. Also das klingt jetzt komisch, aber ich mache das ja schon erstens ziemlich lange und ich war mal Rollenspieler. Also ich bin Jahrgang 71, das heißt, meine Generation wurde noch sozialisiert mit Das Schwarze Auge, dann gab es AD&D, Vampire, Rollmaster, alles mögliche an Rollenspielen. Und da lernst du auch viel verschachtelt zu denken. Weil du immer, wenn die Abenteuerspielgruppe irgendwo hin will, musst du auf alles gefasst sein. Dass die irgendwo hingehen, wo sie eigentlich hingehen sollen, musst du ständig improvisieren. Und das hilft bei sowas natürlich perfekt. Also war es eigentlich auch nur eine Frage der Planung. Ich plane und plotte meine Bücher immer vorher. Das heißt, ich stelle immer fest oder klar, wie ein Buch verläuft und muss mich dann nur an meine Rahmenhandlung, nur in Anführungszeichen, meine Rahmenhandlung halten. Die Bücher habe ich einzeln nacheinander geschrieben. Es gibt Einzelinformationen zu jedem Charakter in jedem einzelnen Buch. Es gibt aber auch Gesamtinformationen, die man bekommt, wenn man alle 3 gelesen hat. Die sind nicht relevant für die Handlung, aber es macht mir Spaß, wenn du später alles weißt. Aber trotzdem kannst du einen Roman lesen und bist damit glücklich. Du kannst auch alle 3 lesen und dann bist du hoffentlich noch glücklicher. Wie lange brauchst du denn für so ein Buch? Wer meine Bücher schon mal gesehen hat, weiß, dass das nicht die übliche Dicke ist von meinen Romanen. Normalerweise schreibe ich so 500 Seiten plus pro Roman. Die haben jetzt um die 200 plus, 200, 220. Ich brauche für einen normalen 500-Seiten-Roman
ungefähr 4 Monate, von der ersten Idee bis zum fertigen Roman. Das war hier im Endeffekt genauso. Einer deiner Hauptcharaktere, Viktor Tronenk, hat eine ähnliche Frisur wie du. Ist das mit Absicht oder Zufall? Das ist reiner Zufall. Also das ist, nein. Also ich würde mich nie in eine Höhle begeben und gar nicht unter diesen Umständen. Nö, das war ehrlich gesagt Zufall. Gibt es in deinem Buch einen oder mehrere Charaktere, die dir irgendwie ähnlich sind? Nein. Also man sagt ja, dass Autoren und Autorinnen in ihren Romanen mehr über sich verraten, als ihnen bewusst ist. Aber dass ich hingehe und baue Charaktere, die mir nachempfunden sind oder mit Charakterzügen, ich sag mal so, aktiv nein, passiv kann das passieren, dass irgendwas reinrutscht, wo ich sage, ja, ich würde auch so reagieren, aber nicht bewusst oder gezielt. Mhm. Ja. Die Gruppe, die sich auf die Suche macht nach der verschwundenen Anne Lena Vendin macht, besteht aus ziemlich unterschiedlichen Personen. Sie sind unterschiedlich alt, haben unterschiedliche Berufe und Hobbys. Welche Person aus der Gruppe ist dir am sympathischsten? Ach, sympathisch finde ich die eigentlich alle. Es gibt die, ich unterschiedlich spannend finden würde. Was halt extrem viel Spaß gemacht hat, wenn man eine Figur hat, die in den 3 Romanen 3 unterschiedliche Rollen hat. Also zum Beispiel der Vater, der Auftraggeber, Walter, ich sag Van Damme, aber ja, also nicht wieder Van Damme, nicht wieder Jean-Claude. Ja, also schreibt sich anders. Der macht keinen Kick und so. Der hat in den 3 verschiedenen Romanen 3 unterschiedliche Rollen, ohne zu viel zu spoilern. Und die sind sehr überraschend und fallen sehr unterschiedlich aus. Und das macht das Ganze für mich noch interessanter. Und eben insofern sympathisch, weil er echt 3 verschiedene Jobs zu tun hat. Die Einführung in deine Buchreihe im Internet ist kostenlos. Warum machst du das? Naja, das ist im Grunde nichts anderes als so ein Pilot, ein Trailer, ein Vorspann, wie man es von den Serien kennt, um die Leute neugierig zu machen, um sie anzulocken, einen Eindruck zu geben von dem Szenario, die eigene Vorstellungskraft schon ein bisschen anzukurbeln und sie überhaupt auf den Trichter zu bringen, drüber nachzudenken. Aber das hat, ich bin mir sicher, jeder schon mal gehabt. Was wäre denn, wenn? Oder hätte ich damals nicht das? Oder wenn der Stein nicht runtergefallen, was auch immer. Das kennt jeder aus seinem eigenen Leben, wo du denkst, so. Und um die Leute großflächig zu erwischen und anzuteasern und darauf hinzuweisen, haben wir das einfach kostenlos ins Netz gestellt. Nach dem Intro hat man ja die Wahl, durch welche der 3 Türen man gehen will. Welche der Türen ist deiner Ansicht nach die beste? Also natürlich alle. Nein, die beste gibt es ja nicht in dem Sinn. Die Szenarien haben mir alle 3 gleich viel Spaß gemacht. Es war mordsunterhaltsam, sich diese Sachen auszudenken, diese Szenarien. Und die beste gibt es in dem Sinn nicht. Man kann aber schon sagen, sie müssen sich bei 3 Türen entscheiden. Aber insgesamt stehen 5 unten rum. Über eine Tür erfährt man was über Kurzgeschichten. Ich habe nur Kurzgeschichten ins Netz gestellt, auch kostenlos, die sich um die Türen drehen und die andere öffnet sich nicht. Und da ist natürlich die Vorstellungskraft am höchsten. Was könnte da wohl hinten dran sein? Auf deiner Webseite gibst du ja an, dass du mehrere Namen hast. Warum benutzt du falsche Namen und was ist dein richtiger Name? Nee, das sind so Künstlernamen und Gags. Ich finde das immer lustig, wenn man ein paar falsche Spuren legt oder auf Sachen hinweist. Tatsächlich... Mahed hat sich recht schnell als mein Spitzname herausgestellt, weil Jahrgang 71, das heißt, wir hatten allein 3 Markus in der Klasse. Also das war so, es gibt so inflationäre Kindernamen, die immer wieder auftauchen. In den 70ern waren es halt Markus ganz stark. Die hat man jetzt gar nicht mehr so oft, aber so. War in der Klasse natürlich super. Dann hat er gesagt, Markus, alle so, ich erwische den anderen, ich gucke einfach mal nicht hoch, ich bin nicht da. Und Mahed war tatsächlich abgeleitet von meiner alten Studentenkennung von der Uni. Ich war einer von den wenigen Germanisten, der damals schon eine E-Mail-Adresse hatte. Ja, ich habe mich runtergetraut ins Rechenzentrum zu den Informatikern, weil der Kumpel Informatik studiert hat. Und da habe ich eine Kennung bekommen. Und die bestand aus Teilen des Vornamens und des Nachnamens. Deshalb Mahed, abgeleitet von Markus Heitz. Eigentlich war es die ersten 2 Buchstaben vom Vornamen und die ersten 3 des Nachnamens. Also wäre es theoretisch Mahai. Aber das war schon weg zu meinem Glück, weil Mahai wollte ich nicht als Spitzname. Während Mahed ist irgendwie schon cool. Und da habe ich ein bisschen geguckt und recherchiert, gibt es überhaupt Leute, die Mahed heißen? Da bin ich drüber gestolpert und habe so einfach lustigerweise Dinge zusammengetragen, die ich dann auf die Website getackert habe. Im Internet hast du einige gruselige Rezepte für jeden Anlass veröffentlicht. Ja, ja. Welches davon ist denn dein Favorit? Ja, essen tue ich die alle sozusagen. Der Favorit wäre, na, das Hüftgold der Hölle ist schon lecker, muss man sagen. Man sollte nicht so viel davon essen, sonst ist es sehr hüftgoldig der Hölle. aber es ist schon so, als kleines Dessert hinterher ist das schon ganz angenehm. Und Chai. Also ich glaube, ich habe noch ein Chai-Rezept, glaube ich, auch irgendwo mit drin. Also Gewürztee, der klassische indische Gewürztee
ist ein super Denkbeschleuniger bei mir. Also ich trinke am Tag, wenn ich gerade Messe ist, 2 Liter Schwarztee, weil der richtig schön den Kopf wach macht. Kaffee geht immer aufs Herz, aber Schwarztee sorgt dafür, dass das Hirn schnell arbeitet. Und das ist bei meinem Output und meiner Geschwindigkeit, die ich habe, doch schon relevant. Könntest du dir vorstellen, ein Kochbuch zu schreiben in diesem lustigen Schreibstil, wo du auch den Gerichten deinen Namen gibst und so? Also ich will es jetzt nicht ausschließen, aber ich glaube, das nächste Kochbuch eines Menschen, der Bücher schreibt oder so, es gibt schon sehr viele Kochbücher. Mhm. Und ob die Welt jetzt noch ein Kochbuch brauchen, dann von mir, weiß ich nicht. Ich werde es jetzt nicht ausschließen, aber geplant habe ich nicht. Aber der lustige Schreibstil, vielleicht mache ich mal eines Tages mehr Richtung unterhaltsame Literatur, so nicht unbedingt Comedy, aber schon so unterhaltsamere Lektüre. Also ich mag diesen Stil von ein bisschen Ironie und sowas. Sarkasmus, das mag ich schon sehr gerne. Ich auch, also ja. So Family Guy, ich bin voll dabei. Ja. Ich bin großer Harald Schmidt-Fan gewesen, als er noch seine Late-Night-Talks gemacht hat. Und da hast du gesehen, wie es funktioniert. Was du halt mit richtig gutem Humor anrichten oder beziehungsweise ausrichten kannst, je nachdem, wie du ihn einsetzt. Ja. Du schreibst über dich auf deiner Seite, dass du gerne kochst. Am liebsten indisch. Was ist denn dein persönliches indisches Lieblingsgericht? Ich baue mir tatsächlich meistens meine Sachen selber. Ich habe so eine kleine Gewürzsammlung. Und dann Curry ist für die Leute, die jetzt nicht ganz so viel wissen, Curry heißt einfach nur Gewürzmischung. Und dann hängt es immer davon ab, dass es wie mit Chai ist. Es gibt einen Gewürztee, aber jede Hausfrau, jeder Hausmann, jeder indische Haushalt hat sein eigenes Rezept. Und das ist bei Curry genauso. Du hast eine besondere Mischung und jedes Haus, jede Familie hat seinen eigenen Kram. Und das finde ich halt super spannend, dass du dir aus ganz vielen Gewürzen irgendwas zusammenbauen kannst. Von super scharf bis mild, mit Joghurt noch zusammen irgendwas einreiben, ziehen lassen. Das ist total lecker. Also Hühnchengerichte finde ich sehr spannend. Und alles, was du mit Reis anstellen kannst, so Gewürzreis, Duftreis, das ist schon sehr lecker. Also mehr indisch für die Welt. Was ist dein persönliches Geheimrezept gegen eine Schreibblockade? Ich habe keine Schreibblockade. Das klingt jetzt komisch, aber es ist so. Unabhängig jetzt von persönlichen Schicksalsschlägen, also jemand, der einen lieben Menschen verloren hat oder was auch immer, irgendeine traumatische Erfahrung, die dich ausbremst, die ich bisher noch nicht hatte in dem Sinn, beziehungsweise es war dann eher so, dass man es dann nutzen kann, habe ich keine Schreibblockade. Es gibt keine Schreibblockade bei mir. Erstens, ich plane meine Romane durch, das heißt, ich weiß sowieso, wie es weitergeht. Und ich kam noch nie an einen Punkt, wo ich nicht mehr weiter wusste. Es gibt keine Schreibblockaden. Wenn es Schreibblockaden geben sollte für die Leute, die sowas haben, gibt es einen Trick, den ich glücklicherweise noch nicht brauchte, aber ich nenne ihn trotzdem, weil er vielleicht hilft. Du hängst an einer Szene und weißt nicht, wie es weitergehen soll, dann schreibst du alles auf, wie es nicht weitergehen soll. Und dadurch, dass du praktisch das Ausschlussverfahren machst, ich möchte nicht, dass die Szene so und so und so endet, schreibst du ja drüber, machst dir Gedanken über die Szene und kommst wahrscheinlich um diese Klippe drumherum. Das ist so ein Trick, den wir ganz gerne im Seminar sagen. Also wir gehen auch Schreibseminare und dann, ja. Eben diese Schreibtipps, die du auf deiner Webseite gibst, hältst du dich auch selbst an deine Tipps, wenn du schreibst? Ja, weil das sind ja die Dinger, wie ich vorgehe tatsächlich. Mhm. Es gibt nicht die Vorgehensweise, es gibt ganz viele Vorgehensweisen, aber du musst selber für dich rausfinden, jeder Kreative muss für sich rausfinden, wie funktioniert es am besten. Mhm. Bist du ein Plotter, bist du ein Bauchschreiber, bist du so ein Mix aus beiden, bist du eher der Chaot und kommst damit klar? Schreibst du linear von Anfang bis Ende, schreibst du lieber einzelne Szenen? Das muss jeder für sich selber rausfinden. Es gibt also nicht das legitime, einmalige Vorgehen, sondern es gibt verschiedene Methoden und du musst rausfinden, wie du selber vorgehen möchtest. Noch möchte ich eine Frage einwerfen. Was ist ein Bauchschreiber? Ein Plotter ist, wie ich, du hast eine Idee, du bildest praktisch basierend auf dieser Idee einen kompletten Handlungsablauf in Stichpunkten für den ganzen Roman. Das heißt, bevor ich anfange zu schreiben, steht mein Roman von Anfang bis Ende. So, dieser Plan kann, bei mir sind 6, 7 DIN A4 Seiten Stichpunkte. Es gibt Kollegen, die haben 40 Seiten. Das ist mir schon wieder zu viel, da kann ich auch gleich schreiben, sage ich mir dann immer. Das sind die Plotter, die bereiten alles vor. Und die Bauchschreiber haben die gleiche Idee, schreiben dann aber mal drauf los und gucken, ach, dann passiert das und das, dann überlegen sie, dann kommt vielleicht eine Schreibblockade oder auch nicht, dann schreiben sie wieder weiter. Also die planen nicht so voraus, sondern lassen sich mehr einfach so vorwärts treiben und schreiben voran. Das heißt nicht, dass das eine besser oder schlechter ist, es sind nur unterschiedliche Methoden, die zu verschiedenen Charakteren passen. Also ich plotte zum Beispiel keine Kurzgeschichten, weil ich das sehr charmant finde, wenn du da das Chaos walten lässt und schreibst einfach mal, du hast so eine kleine Idee und schreibst mal drauf los, wo du hinkommst. Während bei Serien, bei Uldart, das sind
einmal 6 Bände und einmal 3 Bände zusätzlich. Da musst du vor, bei mir, da muss ich vorher planen. Sonst fühle ich mich unwohl. Du hörst in deiner Freizeit viel Gothic und Metal. Oh Wunder. Hätte man gar nicht gedacht bei den Ringen, ne? Nein. Nein. Also eine düstere Musik. Bei meinem rosafarbenen Hemd, das ich trage. Ja. Schreibst du deswegen auch oft düstere Bücher? Das eine hängt mit dem anderen vielleicht zusammen, aber ich bin eigentlich auch ein sehr lustiger Typ. Das sind die meisten Gruftis, lustigerweise. Also man glaubt ja, nur weil sie schwarz tragen und der Melancholie nicht abgeneigt sind, sich viel mit Tod, Verderben und Vergänglichkeit beschäftigen, was jedem übrigens ganz gut täte. Seid immer dankbar, wenn man morgens wach wird. Es ist nicht gegeben, dass du morgens wach wirst. Eine Treppenstufe, ich will niemand Angst machen. Eine Treppenstufe reicht aber, um dich in den Tod zu reißen. Wenn du das weißt, bist du viel entspannter. So, wir Gruftis sind echt nette Leute und echt lustig. Und wir wissen das halt nur und sind dadurch, glaube ich, noch entspannter. Dass ich jetzt gerade zufällig viel dunkles, böses Zeug schreibe, ich habe auch viel Kram früher so gelesen, auch der Klassiker von Lovecraft über Poe, was du als Grufti natürlich lesen musst. Aber ich fand das immer faszinierender als, ich sag jetzt mal, Romance oder Schicksalsromane. Nichts gegen diese Genres, aber ich kann es nicht aktuell. Das mag sich in 10 Jahren vielleicht geändert haben. Aktuell blockiert aber mein kleines Kreativzentrum, sagt, nee. Mach du mal lieber was mit Vampiren, schick die Leute mal da hier quer durch die Jahrhunderte oder mach sonst irgendwas. Lass das mit der Romance mal sein. Was ist denn, hast du ein Lieblingsbuch von deinen eigenen Büchern? Nein. Weil du es geschrieben hast, okay. Nee, weil das Problem ist ja, alle Bücher, ich schreibe ja nur Bücher, weil es mir Spaß macht. Mhm. Es zwingt mich ja keiner, sowas zu schreiben oder über Vampire oder über Zwerge. Oder, alle Bücher, die ich schreibe, sind meine eigenen Ideen und die Verlage lassen mir freie Hand. Also warum soll ich eins lieber mögen als das andere? Alles hat seine Zeit, vollkommen klar. Aber jedes Buch hat unfassbar viel Spaß gemacht. Welche Art von Büchern macht dir dann am meisten Spaß zu schreiben? Jedes Buch, das ich gerade schreibe, macht am meisten Spaß. Hast du denn einen Lieblingsautor? Nee. Es gibt Autoren, die ich faszinierend finde, die ich sehr spannend finde, aber kein Lieblingsautor, zumal ich eh kaum zum Lesen komme, auch das muss ich sagen. Weil vor lauter Schreiberei und Recherchieren über das nächste Projekt bleibt wenig Zeit. Und wenn ich dann mal Zeit habe, möchte ich jetzt nicht unbedingt was lesen, weil ich schreibe ja ständig. Also lese ich auch ständig. Das war mein eigener Kram, aber trotzdem möchte ich was anderes. Also bin ich dann eher filmisch unterwegs oder Konzert oder sonst irgendwas. Du schreibst ja auch Horrorgeschichten, wie wir bereits uns darüber unterhalten hatten. Wurdest du schon mal von deinen eigenen Horrorgeschichten im Traum verfolgt? Nein. Mein Hirn, das finde ich nämlich sehr beruhigend, so abgefahren und merkwürdig. Mein Hirn arbeitet, wenn ich an einem Roman sitze, so völlig entspannt und in Ruhe lässt es mich nachts. Ich wache also weder auf in Albträumen, noch wache ich morgens auf und weiß, was ich geträumt habe. Also ich werde tatsächlich über Nacht immer genullt. Mein Hirn sagt da so, feiern, wir haben heute und wir haben es genug ausgetobt. Lass den Typ mal schlafen und geht ihm nicht noch in den Träumen auf den Keks. Also ich schlafe, wahrscheinlich träume ich, das tut jeder Mensch, aber ich kann mich morgens nicht dran erinnern. Kannst du zum Schluss noch unsere Hörer und Hörerinnen grüßen mit deinem Namen und deinem Buchtitel? Mit meinem Namen? Und dem Buchtitel. Jawohl, ich grüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer und mein Name ist Markus Heitz. Ein bisschen wie Vincent Price damals. Mein Name ist Markus Heitz und wir haben uns über die Doors-Reihe unterhalten, die insgesamt 3 verschiedene Romane sind.